Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Stalker Clear Sky. In der letzten Folge haben wir diesen kleinen Nebenauftrag gemacht, das heißt einfach nur hingehen, holen, Snorkelburgel töten und dann geht's vorwärts. So, was wir jetzt machen wollen, wir wollen ins Agrobomb-Forschungsinstitut. Dort sind die Wächter am Berg. Ich hoffe, die mögen mich. Noch. Warte mal. Okay. Ein Freiheitstyp. Ein Mutant. Ein Bandit wahrscheinlich. Ja, die Wächter würden bestimmt auch irgendwo, Tant. Versteckt das Vorgruppe. Die werden sicherlich auch irgendwo ihr kleines Lager haben, wo man dann Zeug kaufen kann und so. Das ist ganz in Ordnung. Bin ich guter Dinge. Hallo? Ich sehe jemand? Nee, alles gut. Leute, seht ihr das da oben? Kann es sein, dass da oben ein Baum ist? Da darf kein Baum sein. Finde ich irgendeinen Grafikglitch, oder? Ich denke mal schon, weil das wird normalerweise nicht so sein. Du. Gar nicht da. Der ist wohl aus der Spur. Hey. Oder nicht in der Spur. Sehr ruhig und stirb langsam. Leise. Ja, aber genau deswegen mag ich die Waffe. Die ist halbautomatisch. Und tötet. Wo ist genau? Zack, zack. Wieder Bundesmarkens. Oh, halt, ich muss die Uhr stellen. Mal jetzt ab jetzt 15 Minuten und. Na, sag mal 14 Minuten und das auch gar genau. Level, 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 nächster Level, Level up. Können wir nebenbei einen Schluck trinken. Dann werden wir von den Wächtern begrüßt und werden bestimmt dort erstmal wieder gefilzt und tralala, weil wir alle böse Buben sind. Naja, mal gucken. Ich mag das Spiel, das ist so cool. Ich mag Shooter eigentlich. Aber so mit Story Mode? Geil. Das ist hier. Hey, Söldner, was zum Teufel machst du hier? Lauf um dein Leben. Die Mutanten werden jeden Augenblick hier sein. Na dann laufe ich um mein Leben. Hallo. Na, schau sich das einmal an. Wo ist deine Ausrüstung, Junge? Das hier ist ein gefährlicher Ort. Ohne guten Schutzanzug und eine passende Waffe kommst du hier nicht weit. In letzter Zeit sind die Monster ziemlich aggressiv geworden. Daher freuen wir uns über jede Hilfe beim Kampf in der Zone. Wenn du dir ein paar Scheine verdienen willst, schau beim General in der Basis vorbei. Einer unserer Trupps bricht gerade dorthin auf. Geh mit ihnen, das erspart dir eine Menge Ärger. Schneller! Gut, ja, mal gerne. Immer wieder gerne. Ich reise gerne nicht alleine.
Da wollt ihr mich... Ihr habt doch bestimmt, das sind doch... Das ist kein normales Sturmgewehr, das sind... Ja, in Ordnung. Du hast... Das ist... Definitiv ist das ein... PKM. Habt ihr das gehört? Ja, hab ich. Links. Nicht schon wieder! Feuer! Bis zur Hölle kannst du schnell springen. Hä? Hätte mitgenommen. Sollen wir nicht nachgucken gehen, Leute? Nicht? Oh, ich will. AC-96. Was ist ich? Tschüss. Wartet auf mich! Nein! Bleib stehen! Zeigt ihnen, aus welchem Holz Wächter geschnitzt sind! Macht euch bereit! Geht das jemals zu Ende? Kann ich vielleicht erst meine Stiefel anziehen? Ja, darfst du. Immer so frei. Wartet auf mich, ich bin gleich da. Na, gucke, da war was drin. Würde mich ärgern, wenn ich Zeug mitnehme. Noch nicht mitnehme, was ich mitnehmen könnte. Hallo? 3 bitte. Danke. Ausschwärmen! Haltet die Augen offen! Angriff auf meinen Befehl! Was soll ich denn angreifen? Was seht ihr, was ich nicht sehe? Ich hab's gesehen. Fire in the hole, hat er gesagt. Komm hier lang getroffen. Komm lang. Komm her. Komm raus. Bist da hinter der Wand. Wird's wahrscheinlich auch bleiben. So weit werfen, das sind 30 Meter. Da kommen ja viele. Oh oh. Verstehe ich, das ist keine Brandmunition, das ist Explosivmunition. Okay, das ist natürlich ganz schön krass. Nicht unter meinem Befehl vorrücken. Zielort eingenommen. Erwarten weitere Anweisungen. Mann, steck die Waffe ein. Nein. 357 Magnum? Ja, mit. 99er, brauchen wir nicht. Brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Nee. Wenn du deine Waffe nicht einsteckst, wirst du bald nichts mehr einstecken können. Tut mir leid. Sorry. Zugabe, Zugabe. Ja, wollen wir jetzt eigentlich weiter oder wie schaut das hier aus, Leute? Jo. Der hat leichtere Probleme.
Leute, guckt euch das an. Das passiert, wenn ihr keine Sonnencreme tragt. Merkt euch das. Gut, gehen wir halt weiter. Tschüss! Nur werde ich leider alleine weitergehen. Allein. Was zur Hölle? Oh yeah! Bitte sei nicht GEMA geschützt. Ich kann die ganzen Aufnahmen in die Hölle drücken. Hi Leute. Welt ist was. Gib's her. Das ist bloß ein blöde Spucke. Ein Energy Drink. Nice. Halt. Wir nehmen es trotzdem mit, weil wir es verkaufen können, deswegen kommt dann dieses komische Symbol weg. Es geht mir nämlich sonst auf den Sack, wenn ich irgendwas gelootet habe, aber es ist trotzdem nicht da. Hey Kollege! Zeit ist Geld, fang also schnell an zu reden. Ein Händler, oder? Hoffe ich? Nee, du bist bestimmt da. Wenn du etwas Interessantes aufschnappst, kannst du gerne wiederkommen. Ich mag dich nicht. Was sagt ihr mit? Fabrika, Jana, Gebildragon! Ja, hallo? Ah, du bist Führer, das ist nett. Hoffentlich sind russische Lieder nicht GEMA geschützt. Ich muss nicht sagen, das gefällt mir, das ist gute Musik. Ganz ehrlich, aber wenn GEMA sagt nein, dann ist nein. Dann ist Video weg. Und ich habe meinen ersten Strike wahrscheinlich. Sowas. Ah, Händler. Hallo, Ali. Was kannst du denn verkaufen? Irgendeine AK? Was ist denn das? Irgendwas kurzes, kleines, was Schaden macht. Ich würde es ja gerne wenigstens mal anprobieren und gucken, wie das aussieht und so, aber ich habe ja nicht mehr genug Geld dafür, weil ich ja blank gezogen wurde. Blank gespielt. Ansonsten kannst du ja nichts Gutes kaufen. Uni-Schutz. Ach halt, ich will doch hier... Davon kann ich mir was kaufen. So ein übelst billige Munition eigentlich. Im Vergleich dazu gucken wir mal die Nadelmunition an. Die ist teurer. Gucken wir mal die normale Munition an. Die ist auch teuer. Teuer. Ein 50er guckt an, wie teuer die ist. Damit schießt der Pugel das Geld aus meinen Läufen raus. Hallo? Ich kann mir ein bisschen was leisten, glaube ich, ja. Gib mir alles. 1900, 2400, geht doch was.
2,9er. Wenn ich das verkaufe, das ist 15 Munition. Aber das können wir verkaufen. Die Remington-Munition, die brauche ich eigentlich auch nicht. Ich kann davon mal... 3000 oder was? Guck mir das noch. Die behalten wir aber noch, weil ich da gespannt bin, ob ich die irgendwann mal kaufen könnte. PSU 1 Zieferrohr. Ja, ein G25 Koster. Jetzt eilen wir den dritten. 545er, was ist das? Eine GSA 18. Was auch immer. Na, HPSA. CC40. Was ist denn das für ein Schalldämpfer? 9x39. Ja, was auch immer. Ich würde gerne wissen, mit was du schießt. Vielleicht 10 mm Munition. Add-on 1P29. Handeln? Wie viel Geld habe ich übrig? 1000 Rubel. Wie viel willst du dafür haben? 1050 Rubel. Das hätten wir sogar noch. Schließen wir erstmal die Handel. So, Spiel speichern. Genau. Und jetzt, wenn ich mal schnell mal, das mache ich eigentlich öfters, das mache ich eigentlich nur offscreen, zu gucken, was passt wohin. Ich weiß, wie wird PSU1 Schutz, Dienst, was immer. Ich will hier irgendwas verkaufen, das was Schruppenfunktion zum Beispiel. Kaufe ich so oder so nicht. Ich meine, das ist eh bloß ein geladener Spielstand, von daher. Kaufen wir uns das und einmal das Handeln vorbei und gucken, was vielleicht dran passen könnte. Das ist das Add-on 1P29. Nope. PS0. Ja. Das ist tatsächlich nirgendwo dran. Schade. Na gut, dann würde ich sagen, ich lade dir den Spielstand. Zack. Und. Eigentlich hätte ich vorher die Aufnahme beenden können, aber na gut, ist egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao.